Geht's in deinem nächsten Urlaub hin? Weiß nicht, mal gucken, wo der 340-600 noch so hinfliegt. Aha. Bis jetzt ist kein Urlaub geplant. Aber jetzt steht auch erstmal Sommer an. Ich wollte da generell ein bisschen mit euch drüber quatschen. So, ihr bekommt es ja mit. Ja, ich habe jetzt nicht irgendwie 3 Monate nicht gestreamt, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte oder sowas, sondern weil es echt unfassbar viel zu tun gibt. Also wirklich, wirklich spannend. Ihr hört es sicherlich auch. Also es fing ja damit an. Wir müssen es Stück für Stück mal durchgehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit Sven zusammen das Cross the Pond Event zu machen. Und habe dann aber relativ spät leider erst vor dem Event gemerkt, okay, ich möchte dieses A340-600, diesen Flug möchte ich machen und den möchte ich auch auf jeden Fall vor dem Sommer machen. Und also vom Sommerflugplan machen, wenn es irgendwie möglich ist, weil gerade bei der Fluggesellschaft, bei der ich hier unterwegs bin, ja, sagen wir so, wie es ist, ja, gerade bei Condor ist es halt so, dass es ein sehr saisonales Geschäft ist und dass ich im Winter meine Dienstpläne sind damit sehr langen Flügen gefüllt, was dafür sorgt, dass ich in relativ wenig Tagen, also in vergleichsweise wenig Tagen des Monats, vergleichsweise viele Stunden geflogen bin, weil man halt eben dann von Hamburg aus auf die Kanaren fliegt, weil man dann eben aus von Frankfurt aus auf die Kanaren fliegt. Ich war auch viel in Stuttgart unterwegs und sowas. Und es waren eigentlich immer Kanarenflüge oder Flüge nach Ägypten, was dann dafür sorgt, dass man an so einem Tag, dass es sehr, sehr lange Tage sind, aber dass man an so einem Tag dann halt auch mal, ja, teilweise 9 oder noch mehr Blockstunden sammelt. Und das ist viel Zeit, ja. Das sind sehr, sehr lange und sehr anstrengende Tage, aber hat eben dann den Vorteil, dass man in vergleichsweise wenig Tagen des Monats vergleichsweise viel zusammengesammelt bekommt. Dazu kommt dann auch noch, dass man im Winter generell etwas weniger fliegt, was einfach daran liegt, dass es im Winter weniger zu fliegen gibt, dass weniger Leute in den Urlaub fliegen. Vor allem auf der Kurz- und Mittelstrecke gibt es da einfach ein bisschen weniger zu tun. Das, ich will nicht sagen, rächt sich aber dann im Sommer, denn es ist einfach ein saisonales Geschäft, was dann im Sommer bedeutet, dass man einfach dann sehr, sehr viel zu tun hat. Also, sobald der Sommerflugplan beginnt, hat es in den letzten Jahren und ein paar wenige Jahre mache ich das ja jetzt glücklicherweise schon, ist tatsächlich in wenigen Monaten bin ich 8 Jahre am Fliegen, was spannend ist für mich. Sind es 8 Jahre? Oder erzähle ich gerade Quatsch? Nein, 8 Jahre. Ja, also 2015 angefangen und das sind dann 8 Jahre. Und es war immer so in den letzten Jahren, dass es im Sommer wirklich wahnsinnig viel zu tun gab. Und dadurch, dass ich in der Corona-Zeit in Hannover stationiert war und auch in Düsseldorf stationiert war, im zweiten Jahr, also 2021, war ich in Düsseldorf stationiert. Und es selbst da im Sommer super viel zu fliegen gab. Also sogar während der Corona-Zeit bin ich im Sommer Überstunden geflogen. Ja? Das muss man sich eigentlich mal vorstellen, dass so. Prozentual gab es so viel weniger zu fliegen, aber trotzdem wollten die Leute dann zu bestimmten Daten, also Osterferien und so weiter, wollten so viele Leute in den Urlaub, dass wir wirklich mit ohne Ende vollen Flugzeugen eine wirklich starke Ops fahren mussten und wirklich viele Flieger in der Luft haben mussten, was ja gut ist, was ja auch schön ist, was dann dafür gesorgt hat, dass man selbst in der Corona-Zeit im Winter quasi gar nichts geflogen ist und im Sommer halt richtig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was bedeutet das? Tut mir leid, dass ich euch jetzt so ein bisschen voll laber, aber ich hoffe, für den einen oder anderen ist es eventuell etwas interessant. Das bedeutet, dass ich diesen A340-600-Flug, ich hab halt hin und her überlegt. Wir haben da auch schon im Stream ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Ich hab euch gesagt, okay, dieser A340-600-Flug, würde es mir tatsächlich was bedeuten. Ja, also auch wenn es ganz komisch klingt, irgendwo. Ich möchte das so gerne machen. Ich möchte so gern einmal mit diesem Flugzeug fliegen. Und jetzt ist der halt wieder da und der fliegt jetzt auch wieder. Dass der dann jetzt auch sogar nach Frankfurt kommt und so weiter, das wusste ich ja gar nicht. Aber ich wusste, okay, dieses Flugzeug existiert jetzt noch eine gewisse Zeit lang. Und ich habe tatsächlich dann meinen Eltern, weil ich möchte diesen Flug oder ich wollte diesen Flug mit irgendetwas Sinnvollem verknüpfen. Ich wollte nicht einfach nur nach New York ballern und dann wieder zurück. Ich
wollte das Ganze mit was Sinnvollem verknüpfen und habe meinen Eltern dann zu Weihnachten eine Reise nach New York geschenkt. Was mich total freut, dass ich das, wir nehmen erstmal Flight Level 340, was mich total freut, dass ich sowas machen kann. Ihr wisst Bescheid, ja, typisches YouTuber-Geschwätz. Wo ihr natürlich auch der Grund für seid, dass ich meine Ausbildung so schnell abbezahlen konnte und sowas und jetzt finanziell zumindest wieder so viele Möglichkeiten habe, dass ich meinen Eltern sowas schenken kann zum Beispiel, ja. Und ich habe dann meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt, okay, wir fliegen zusammen nach New York mit dem 340-600. Das wird irgendwie abenteuerlich, weil das Ganze wird Standby stattfinden, aber, also, wo waren wir stehen geblieben? Ich wusste, ich will diesen 340-600-Flug machen und wenn möglich, würde ich ihn gerne machen, bevor der Sommerflugplan losgeht, aus den eben genannten Gründen. Dann habe ich meinen Eltern das geschenkt zu Weihnachten. Ich fliege einmal mit euch zusammen weg. Die war noch nie in Amerika. Ich konnte sie noch nie mitnehmen. Das hat leider noch nie gepasst, weil die sind immer aus Hamburg geflogen und in Hamburg war halt lange Zeit die 757 stationiert. Ich fliege keine 757, sondern ich fliege 320, 321 und der ist relativ selten aus Hamburg geflogen. Beziehungsweise dann immer nicht auf den Strecken geflogen, auf denen meine Eltern unterwegs waren. Ich hatte meine Eltern leider noch nie dabei. Das ist echt ein bisschen schade. Und das soll sich in Zukunft auch ändern. Aber ich dachte, dieser erste Schritt, den man jetzt mal gehen könnte, meine Eltern auf das Standby-Abenteuer Langstrecke mitnehmen, das könnte doch schon mal eine coole Sache sein. Dann habe ich denen das also geschenkt. Habe denen gesagt, da müsst ihr Bock drauf haben. Das kann klappen, das kann aber auch nicht klappen. Und ich mache das Ganze, damit ich eine coole Zeit mit euch habe, aber auch 340-600 fliegen kann. Und dann habe ich Flüge gebucht von München nach New York JFK mit dem A340-600 und da waren auch noch 20 Sitzplätze oder sowas frei. Denn das ist ja jetzt das Spannende beim Standby-Fliegen. Also ich kann diese Standby-Tickets buchen, was dafür sorgt, dass ich deutlich günstiger buchen kann und zum Beispiel dann auch die Möglichkeit habe, Business-Class-Tickets für mich und meine Eltern zu kaufen. Weil meine Eltern sind auch noch nie Business-Class geflogen und sowas. Ne? Das ist alles, und gut, ich kann es auch an einer Hand abzählen, aber ich habe zumindest in der Business-Class schon gefühlte 100 Mal den Service gemacht. Ich weiß zumindest, was da passiert. Und deswegen, das ist natürlich dann schon irgendwie ein großes Abenteuer alles und macht natürlich auch alles super viel Spaß. Auf jeden Fall, ich habe dann diese Standby-Tickets besorgt und Standby-Tickets funktionieren halt so, dass man nur mitkommt, wenn auch ein Sitzplatz frei ist. Und man hat natürlich als jemand, der Standby gebucht ist, die niedrigste Priorität. Also jegliche Person, die sich auch 5 Minuten vorher auf diesen Flug bucht oder irgendwelche Flüge verpasst hat und dann vielleicht da noch drauf gebucht wird oder was auch immer, ja. Jegliche Person, die hat dann natürlich, die darf selbstverständlich vor uns an Bord. Also nicht nur vor uns an Bord, sondern die hat selbstverständlich Vorzug und bekommt dann unsere Sitzplätze, theoretisch. Wir bekommen wirklich nur Sitzplätze, wenn etwas frei bleibt. Und dann habe ich das halt immer so beobachtet und habe gesehen, okay, da sind noch so um den dicken Daumen 20 Sitzplätze frei, das könnte richtig gut klappen. Coole Sache. Dann wir auf dem Weg nach München und ich habe schon gemerkt, okay, shit, keine Ahnung, ob da Leute die Flüge verpasst haben, wie auch immer, auf jeden Fall, der Flug ist jetzt einfach überbucht. Das heißt, da sind zu viele Leute drauf. Das bedeutet, mit diesen Tickets hätte man dann theoretisch auch in der Economy Class fliegen können, also quasi Downgrade bekommen können, was ja auch gar nicht schlimm gewesen wäre, weil man bekommt dann das Geld für die entsprechende Buchungsklasse dann wieder zurück. Und das wäre dann eine coole Option gewesen, aber es hat leider nicht geklappt, also der Flieger war dann tatsächlich voll. So. Was passiert dann? Du musst irgendwie, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Jahren habe ich so eine Aktion schon mal gemacht und bin dann auf den letzten Drücker mit Iceland Air über Reykjavik nach New York geflogen. Jetzt mit meinen Eltern, was mache ich, wenn man zu dritt unterwegs ist, sowieso auch immer ein Thema, immer ein bisschen stressig. Scheiße, auf jeden Fall den 340-600 auf dem ersten Flug nicht gekriegt. Also was haben wir gemacht? Wir haben den nächsten Flug versucht zu bekommen, der dann noch ging und das war Lufthansa mit dem A350 nach Newark. Und da dachte ich mir, okay, wäre auch cool, wenn das klappt. Hauptsache, wir kommen da irgendwie hin. Wird schon,
Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, da waren auch noch 5 Plätze oder sowas frei. Dann habe ich aber auch gesehen, okay, jetzt hat sich da noch eine komplette Familie drauf gebucht. Jetzt ist nur noch ein Platz frei. Und dann kamen noch mal 2 Leute, glaube ich, und der Flug war wieder mit einer Person überbucht. Heißt, dass wir zu dritt damit kommen, ist extrem unwahrscheinlich, weil da müssen so und so viele Leute nicht kommen. Also mindestens 5 Leute oder so am Ende, ne, die hätten nicht kommen dürfen, damit wir mitgekonnt hätten. So. Und dann haben wir da gesessen und die ganzen Leute steigen ein und das ist halt immer für den Kopf ist es halt absoluter Abfuck, weil du dir denkst, ich will doch nur da mitfliegen, ich habe aber keinen richtigen Sitzplatz. Klar, du hast auch weniger Geld dafür bezahlt, aber du kannst so eigentlich nicht wirklich deinen Urlaub planen. Ne? Das sorgt doch dafür, dass Leute, die bei Fluggesellschaften arbeiten und diese Standby-Tickets buchen können, in den allermeisten Fällen für einen Familienurlaub oder so auch völlig normale Tickets, confirmte Tickets, ganz normale festgebuchte Tickets oder wie auch immer buchen. Weil für einen Urlaub oder sowas, du kannst da halt damit halt einfach nicht planen. Keine wirklich schöne Variante. Also der Flug war dann überbucht. Ich dachte, shit. Und dann mache ich das so, wie ich das immer mache. Als Fastletzter gehe ich dann dahin, vorne ans Gate und sage, hallo, wir sind die und die. Und dann guckt mich die nette Kollegin am Gate, guckt mich an und sagt, ganz schön mutig, hier zu dritt irgendwie Urlaub, wie auch immer. Was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Ja, dumm gelaufen, schade. Und dann druckt sie einfach 3 Tickets aus. Und dann haben meine Eltern einfach auf 1A und 1C gesessen. Also sind tatsächlich dann entsprechend viele Leute nicht gekommen, sodass wir dann tatsächlich Sitzplätze in der Business Class hatten. Meine Eltern auf 1A und 1C. Und ich hatte ihnen vorher nicht mehr richtig gesagt, dass wir Business Class fliegen. Und das ist dann natürlich was Cooles, wenn du den beiden einfach Sitzplätze 1A und 1C in die Hände drücken kannst, ja. Das war echt cool. Das war wirklich cool, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich mich extrem gefreut. Das war wirklich cool. Haben die beiden sich da vorne hingesetzt. Purser war super nett. Die Crew war generell top, ja. Und ich habe 10 Sitzreihen weiter hinten gesessen. Auch entspannt. Alles gut. Richtig gut. Und so sind wir mit dem 350 nach Newark geflogen. Und dann sind wir in New York gewesen. Ich mit meinen Eltern in New York. Perfektes Wetter, großartig. Es hat alles hervorragend geklappt. Ich habe die Flüge gebucht für den 340-600 zurück nach... Ich habe die Flüge gebucht mit dem 340-600 zurück nach München. Und ich dachte mir, ja gut, da sind jetzt 25 Plätze frei oder sowas. Das sollte jetzt klappen. Das war erst der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, man könnte sich eventuell mal überlegen, ob man daraus ein YouTube-Video macht. So, also wie war der 350? Total cool, hab mich sehr gefreut, dass wir auch mal mit dem fliegen können, auch wenn ich, ATC mache ich gleich wieder lauter, nur wenn ich jetzt erzähle und er labert immer dazwischen, anstrengend. Ist wie ein Mächtenflieger. Selektives Hören hier. Der 350 war super, das war echt cool, was mich sehr überrascht hat, sehr positiv überrascht hat. Er ist schon extrem leise, also ist echt beeindruckend. Ja. Sehr, sehr leise, also nicht nur Windgeräusche super leise, sondern auch Klimaanlage und sowas. Also hier Air Conditioning, ja. Die Packs. Alles super leise. Richtig beeindruckend. So, der war super, der 350. Dann sind wir da rüber geschippert. New York, 4 Tage waren wir da. War großartig, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir waren auf dem Rockefeller Center drauf, wir sind Staten Island Ferry gefahren, so richtig schön typische Touri-Sachen. Trump war ja auch gerade da am Start. Da war auch gut Action. Dann einfach, New York ist ja so, du kannst da durchspazieren, durch Manhattan kannst du durchspazieren und gefühlt kommt dir an jeder Ecke alles Mögliche bekannt vor, weil du es irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen hast, weil du es irgendwo schon mal in einem Film gesehen hast. Die Stadt ist super easy zu verstehen im Sinne von, weil gefühlt alle Straßen parallel zueinander verlaufen, weil die Art und Weise, wie Manhattan strukturiert ist, super einfach zu verstehen ist. Das heißt, du kannst da einfach die Füße in die Hand nehmen, kaufst du so eine Metrocard und sowas und dann bist du so flexibel und kannst dir halt den ganzen Tag da irgendwie Manhattan gönnen.
Das war wirklich, wirklich cool. Meine Eltern waren super happy, das Wetter war hervorragend, wir haben gut gegessen, waren in tollen Cafés und sowas. War einfach absolute Quality Time mit meinen Eltern. Und natürlich auch irgendwie eine Art und Weise, das mal so ein bisschen zurückzugeben, wie die mich unterstützt haben in den letzten Jahren, was so Pilotwerden angeht. So, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen. So, Mutti hätte sich gefreut, wenn ich irgendwann mal auch wieder ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringe und sowas. Stattdessen hing ich irgendwie in Frankfurt auf der Langstrecke rum, dann an der Flugschule, jetzt viel fliegen, auch nicht in der Nähe von zu Hause und sowas. Deswegen, alles eine ganz schöne Sache, dass ich denen das mal ermöglichen konnte oder die da mitnehmen konnte und wir diese Zeit da zusammen verbringen konnten. Und dann 340, 600, über 20 Plätze frei, das musste einfach klappen. Und dann waren so viele Plätze frei, das ist dann nämlich die schönste Art und Weise, Standby zu fliegen, dass die Airline einem bestätigen kann, okay, da werden nicht mehr so viele Leute den Flug buchen, dass du jetzt abgeladen werden wirst. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Das bedeutet, man konnte schon spät am Abend vorher die Sitzplätze aussuchen. Und das ist eigentlich selten so, weil es in den allermeisten Fällen so ist, dass man dann noch keine Sitzplätze gegeben auf dem Ticket hat, sondern dass man halt, dass da Standby steht, ja? Und dass man die Sitzplätze dann am Gate bekommt, die Sitzplätze zugeteilt bekommt, die dann halt eben noch frei sind. So. Und weil jetzt aber noch so viele Plätze frei waren, konnten wir tatsächlich uns Sitzplätze aussuchen in der Business Class. Und das war deswegen großartig, weil ich schon Wochen vorher ganz genau wusste, ich möchte bitte auf diesem Flug auf 6 Kilo sitzen. Ich möchte unbedingt in Reihe 6 sitzen, entweder 6 Alpha oder 6 Kilo. Und dann hat es einfach geklappt. Die Scheißplätze waren einfach frei. Ich konnte einfach auf 6 Kilo sitzen. Meine Eltern haben ein paar Reihen dahinter gesessen, auch in der Business. Es hat großartig geklappt. Die Crew war wieder hervorragend. Und dann konnte ich einfach 340-600 fliegen mit dem perfekten Sitzplatz, damit man perfekt auf die Tragfläche gucken kann und perfekt beide Engines sieht, sodass man gerade noch in die Engines reingucken kann, aber auch nicht zu weit vorne, damit man sich dann so unnormal verrenken muss, damit man da reinschauen kann, sondern nein, man hat den besten Blick auf die Triebwerke. Reihe 7 ist auch noch gut, aber Reihe 6, 6 Kilo ist der perfekte Platz. Und den habe ich bekommen und ich war so happy darüber. Ich habe mich so gefreut, dass das einfach so geklappt hat. Also es ist diese Schnapsidee, okay, ich kaufe jetzt mal Standby-Tickets, ich mache das jetzt hier mit meinen Eltern und nutze diese paar freien Tage, die ich jetzt noch habe, die ich im Sommerflugplan nicht mehr haben werde. Und es hat einfach geklappt. Und deswegen habe ich dann auch tatsächlich gemerkt, während des Fluges, okay, ich mache da jetzt wirklich ein YouTube-Video draus. Das muss ich jetzt machen. Und das spannt dann jetzt auch den Bogen wieder zu diesem Video. Ich war dann sehr happy mit dem Video, habe das hochgeladen. Und das Feedback, was ich von euch bekommen habe, es war so nett und so freundlich. Ich hab mit meiner Freundin hier gesessen und wir haben uns die Kommentare angeguckt und wir waren beide. Das hat uns so glücklich gemacht zu sehen, dass ihr das so angenommen habt und dass ihr das so auch nachvollziehen und verstehen könnt und dass so viele von euch einfach ein und dieselbe Geschichte zu erzählen haben. Also richtig, richtig cool. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eines meiner Lieblingsvideos, was bezogen auf euer Feedback. Weil ihr seid immer nett zu mir und ihr seid immer freundlich und ihr seid eine super coole Community, mit der ich hier gerne Zeit verbringe. Immer mal wieder schleichen sich so ein paar Dudes ein, die irgendwie immer noch so ein bisschen weiter rumbohren müssen und irgendwo einen Fehler suchen oder irgendwo ein bisschen rumstressen wollen oder sowas. Und es war unter diesem Video, bei dem Video, wo ich gedacht habe, okay, da wird es jetzt richtig passieren, da war es einfach überhaupt nicht so. Und also hättest du schlechteres Feedback erwartet, sehe ich gerade die Frage. Ich hätte nicht schlechtes Feedback erwartet, aber ich hätte schlechteres Feedback erwartet. So. Weil ihr seid immer sehr konstruktiv und ihr seid immer super, super freundlich und sehr sympathisch einfach. So, ich finde, wir unterhalten uns in den Kommentaren und auch hier im Livestream oder sowas immer auf einer sehr coolen und sehr, ja, einfach einer sehr coolen, kumpelhaften Ebene. So. Aber unter dem Video, ich war einfach komplett begeistert von euch. Richtig gut. Also deswegen will ich eigentlich nur die ganze Zeit Lob an euch geben. Es war ein cooles Video, es war eine richtig coole Erfahrung, es hat ultra Spaß gemacht und es hat sich 10 von 10 gelohnt. Ohne Witz, da kommt mir fast eine Träne, nicht wegen euren tollen Kommentaren, keine Sorge, aber da kommt mir fast eine Träne, weil was meint ihr,
wie happy Mutti und Fadi waren, als sie in München am Flughafen standen. Ich habe denen dann auch die Flüge gebucht, dass sie direkt wieder nach Hause nach Hamburg können. Was meint ihr, wie happy die waren? Und das hat mich so krass gefreut. Es war wirklich, wirklich großartig. Und dann dieses Video und zu merken, okay, ihr nehmt mir das nicht jetzt irgendwie krumm, dass ich einfach mal um 340-600 zu fliegen, 340-600 geflogen bin, dann auch noch in der Business Class, was irgendwie auch immer alles komisch rüberkommt und sowas. Ohne Witz, ich hätte mich auch auf 6 Kilo gesetzt, wenn das der absolut beschissenste Platz im Flieger gewesen wäre. Aber ist es halt glücklicherweise nicht. Aber von da aus gibt es halt einfach den besten Blick. Ja, habe ich mich einfach gefreut. War eine sehr, sehr schöne Sache. Das Video vom 340 war klasse. Wie hat euch das denn gefallen mit der Musik und so ein bisschen, das war kein wirklicher Vlog. Ich bin halt davon ausgegangen, okay, ich mache da jetzt einen Vlog draus. Aber für Vlog hatte ich nicht wirklich das richtige Material. Ich habe da halt am World Trade Center so ein bisschen was gefilmt. Und dann im Flieger habe ich ja, halt, das war dann ja alles quasi mit Stimme aus dem Off, ja. Dann aber, dass da so ein bisschen Geschichte, so ein bisschen Technik mit reinbringen. Ich hatte super Spaß an dem Video, richtig gut. Koffer sind auch angekommen, ja. Ey, wirklich, dieser Trip war 10 von 10, wirklich. Es hat so gut geklappt alles. Und das ist dann auch, da fällt dann ja auch so ein riesen Stein vom Herzen, weil man ja auch weiß, Standby-Fliegen kann ein richtiger Pain werden. Es kann ein richtiger Pain werden, ja. Deswegen, es ist ein riesen Vorzug letztendlich, dass wir als Crew-Member, dass wir als Mitarbeiter von Fluggesellschaften diesen Zugriff auf diese günstigeren Tickets haben. Das ist einer der, ganz blöd gesagt, einer der letzten großen Vorteile. Das ist so einer der letzten großen Vorteile, muss man sagen, oder richtigen Vorzüge, die man an diesem Job hat, dass man halt wirklich diese Standby-Tickets buchen kann. Aber ich sage euch, diese Standby-Tickets sind teilweise wirklich ein absoluter Pain. Da kann so viel Scheiße mittlerweile passieren. Und sobald du nicht alleine unterwegs bist und flexibel in alle Richtungen bist, kannst du da einfach durchgereicht werden bis zum geht nicht mehr. Deswegen sage ich ja gerade, man darf das nicht überschätzen, diese Standby-Tickets. Das ist was, da bin ich super dankbar für, dass wir diese Möglichkeit haben. Ist richtig cool. Aber also ich nutze auch Standby-Tickets zum Beispiel super selten. Ich buche sehr, sehr selten Standby-Tickets, ja. Und es ist einfach, dass das so gut geklappt hat, ja, war einfach perfekt. Und da braucht man auch ein kleines bisschen Glück für. Da hat ja jetzt niemand irgendwie gesagt, okay, den müssen wir mitnehmen oder hätte er es mit. Also es hätte ja auch sein können, dass wir zwei Tickets, es wären dann auch zwei Plätze frei gewesen. So, das hätte ja auch noch sein können. Und was machst du dann? Fliegen zwei Leute vor und der andere kommt dann hinterher? Nee, auf gar keinen Fall. Das heißt, es bleiben dann alle da und der Flieger fliegt mit zwei leeren Plätzen. Auch scheiße. Zum einen, weil es umwelttechnisch irgendwie blöd ist, wenn du deine Tickets, die du gebucht hast, dann auch irgendwie nicht nutzt und dann bleibt was leer auf dem Flieger. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Dafür waren diese Tickets ja eigentlich da, um diese Plätze zu füllen. Und du weißt ja gar nicht genau, ob du am nächsten Tag dann halt drei freie Plätze bekommst. Also, hast du schon mal eine schlechte Erfahrung damit gehabt? Ja, eigentlich fast immer. Also, man muss Standby-Ticket, muss man wirklich Bock drauf haben, das zu machen. Da kann man tolle Sachen draus machen, ja, und das ist irgendwie auch alles spannend und aufregend, aber das ist keine Art und Weise, um zum Beispiel mit einer Familie in den Urlaub zu kommen, so wie ich das eben gesagt habe. Ne? Jetzt waren wir quasi schon hier zu dritt, waren wir ja quasi schon die Familie, die in den Urlaub wollte. Und es kann dann wirklich sehr, 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 sehr schlecht werden. Aber es hat einfach alles geklappt, auch dass wir mit dem 350 hingeflogen sind und den ersten 340-Flug jetzt nicht bekommen haben. Ja, so what, Alter, das ist doch kein Problem.